Mathematische Formeln können die Intelligenz von uns Menschen berechnen. Unseren Blutdruck oder die Herzfrequenz. Aber gibt es auch eine Formel, die unsere Zukunft berechnen kann? Die Digitalisierung der Welt eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Beinahe alles, was wir tun, wird erfasst und gespeichert. Aber lässt sich daraus ableiten, wer wir sind und wie wir uns in Zukunft verhalten werden? Wir stecken mittendrin in einer Revolution, ob wir wollen oder nicht. Der Name der Revolution: Big Data. Im Jahr 2013 wurden so viele Daten produziert wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Knapp 4,5 Milliarden Terabyte. Jeden Tag kommen seitdem weitere 2,5 Millionen Terabyte hinzu. Über unsere Smartphones erzeugen wir laufend Daten über uns und unsere Umwelt. Sensoren und Kameras messen in Smartphones, Fahrzeugen, Computern, wo wir gerade sind und was wir machen. Es ist eine gewaltige Datenexplosion, die unser Leben radikal verändern wird. Texte, Fotos, Stimmen, sogar Gerüche. Alles kann in Zahlen übersetzt werden. Wird so unser gesamtes Leben berechenbar? Das wollen Pina Dietzsche und Jakob Knieser herausfinden. Wissenschaftler analysieren diese Datenmengen gezielt, um aus der Vergangenheit die Zukunft zu berechnen. Predictive Analytics, vorausschauende Analyse, nennen sie ihr Fachgebiet. Was verrät die ständig wachsende Datenwolke wirklich über unsere persönliche Zukunft? Pina und Jakob treffen zwei Spezialisten für Predictive Analytics. Computerexperten des Fraunhofer-Instituts St. Augustin und der Universität Bonn haben extra für die beiden ein Experiment entworfen. Dafür erlauben Pina und Jakob diesen fremden Menschen 2 Monate lang intime Einblicke in ihr Smartphone-Verhalten. Eine App übermittelt alle Daten an Georg Fuchs und Alexander Markowitz. Die Wissenschaftler wissen nichts über Pina und Jakob und wollen dennoch ein präzises Abbild ihrer Leben zeichnen und ihr Verhalten vorhersagen. Wir wollen halt regelmäßige Muster finden. Das heißt, wann seid ihr wo, mit wem telefoniert ihr regelmäßig. Wann ihr SMS schickt, mit wem. Wir sehen, welche Apps ihr nutzt, wann. Regelmäßig auftretende Sachen, das wird man sehen. Und man wird typisches Verhalten für dich beschreiben können, das dann auch auf die Zukunft, in der Zukunft weiter so typisch laufen wird. Wir zielen wirklich auf die regelmäßigen Muster ab. Und das ist eben auch die Herausforderung, der wir uns hier ja stellen wollen, da ihr ja viel reist. Wir wollen einfach mal sehen, was man da wirklich rausfinden kann. Was ich cool fände, wäre, bei euch Habits zu entdecken, Gewohnheiten, die ihr selber gar nicht kennt. Und vielleicht welche, die, wo ihr stolz drauf seid, oder welche, wo ihr vielleicht selber nicht so ganz, und das sind keine krassen Dinge, sondern das sind so Sachen, so, hey, wenn ich das und das lassen könnte, dann wäre ich irgendwie ein besserer Mensch. Pina und Jakob gehen mit gemischten Gefühlen in dieses Experiment. Schließlich gestatten sie nun Fremden Einblicke in ihr Leben, die sonst höchstens beste Freunde haben. Sie dokumentieren ihren Alltag unter anderem mit einer Datenbrille, der Google Glass, die ständig filmt, was die beiden sehen. Sollten sich solche Computerbrillen im Alltag durchsetzen, werden die Datenmengen nochmal um ein Vielfaches anwachsen. Für diesen Film wird Jakob vor allem in den USA unterwegs sein, Pina in Deutschland und der Schweiz. Ihre Daten werden von sogenannten Algorithmen analysiert. Algorithmen sind Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Ein einfaches Beispiel für einen Algorithmus ist ein Kochrezept, zum Beispiel zur Herstellung eines Burgers.
Befolgt man die Anweisung immer exakt, kommt am Ende immer der gleiche Burger raus. Für komplexere Aufgaben gibt es intelligentere Algorithmen, die lernfähig sind. Sie können selbstständig neue Zusammenhänge erkennen, etwa, dass samstags weniger Burger verkauft werden, dafür aber mehr Pommes. Während Pina in Köln bleibt, reist Jakob in die USA. Die erste Station seiner Reise ist Kalifornien. Das Silicon Valley bei San Francisco ist die Geburtsstätte von Predictive Analytics. In Santa Cruz beispielsweise bekämpft die Polizei Verbrechen, bevor sie überhaupt begangen werden. Seit Juli 2011 verwenden die Polizisten hier ein Computerprogramm namens Predpol, was für Predictive Policing steht. Es soll die Zeit und den Ort zukünftiger Verbrechen voraussagen können. Das Gebiet hier, Harvey West, sollten wir vor allem nachts gut im Blick haben. Sobald die Sonne untergeht, kriechen sie alle aus ihren Löchern und lungern hier rum. Das zeigt sich auch auf der Predpol-Karte, die sagt, dass in Harvey West was passieren wird. Da müssen wir hin. In Kalifornien steht die Polizei unter Druck. Der Staat ist pleite, öffentliche Ausgaben werden gekürzt. Einbrüche, Autodiebstähle und Überfälle nehmen dramatisch zu. Die Lösung der Polizisten in Santa Cruz: nicht der Polizeichef entscheidet, wo Streife gefahren wird, sondern ein Computerprogramm. Entwickelt wurde es hier, an der Santa Clara Universität südlich von San Francisco. Der Computerspezialist George Mohler ist ein Pionier von Predictive Policing. Der Algorithmus sagt immer 2 bis 3 Mal besser als ein Mensch voraus, wo und wann sich ein Verbrechen ereignen wird. Die Algorithmen benutzen Daten von Verbrechen der Vergangenheit. Wir füttern den Computer mit den Statistiken der letzten 5 bis 10 Jahre, mit Orten, Zeiten, Verbrechenstypen, ob Schusswaffen benutzt wurden und so weiter. Auf dieser Grundlage entwickelt der Algorithmus täglich neue Vorhersagen für den nächsten Tag. So wissen die Polizisten, wo sie wann Streife gehen müssen. Die wenigen Einsatzkräfte müssen effektiv eingesetzt werden. Jeder Polizist konzentriert sich auf 3 oder 4 kritische Zonen. Laut der Vorhersage von Predpol ist in diesen Hotspots das Risiko besonders hoch, dass zu einer berechneten Uhrzeit ein Verbrechen begangen wird. Unsere Hotspot-Karte heute. Ich zeige euch das mal. Mit Predpol kann ich mir diese Quadrate anschauen und das Programm zeigt mir, was hier heute zu erwarten ist. Wir fahren jetzt nach Harvey West und danach schauen wir uns ein paar kritische Gebiete unten am Strand an. Um Gefahrenzonen vorhersagen zu können, sucht der Algorithmus in bereits vorhandenen Verbrechensdaten nach einem ganz bestimmten Muster. Viele Studien zeigen, dass bestimmte Verbrechensarten ansteckend sind, wie ein Virus. Zum Beispiel attackiert eine Gang eine andere. Die wiederum verübt ein paar Tage später einen Vergeltungsschlag. Dadurch entstehen Häufungen von Bandenverbrechen. Das erste Verbrechen erhöht die Wahrscheinlichkeit von weiteren. Kriminelle Banden sind für den Großteil der Verbrechen in Santa Cruz verantwortlich, insbesondere für Gewalttaten und Drogendelikte. In einem der vorhergesagten Hotspots trifft die Streife tatsächlich auf ein bekanntes Gangmitglied und behält es im Auge.
Vor allem die erfahrenen Kollegen haben mir gesagt, wie soll so ein Programm Verbrechen in unseren Stadtteilen besser vorhersagen können als ich? Ich habe jahrelange Erfahrung hier. Es gab also jede Menge Skepsis. Doch Steve Clark weiß die Zahlen auf seiner Seite. In 2013 zeigte unsere Statistik in den ersten fünf Monaten einen Anstieg von 42% bei Autodiebstählen. Also schickte ich ein Team mit Predpol los und das Programm zeigte uns ein ganz bestimmtes Gebiet. Am Ende des Jahres konnten wir die Rate deutlich verringern, von 42% plus auf 15% minus. Das ist ein riesiger Effekt. Ruhe in der Stadt, weil der Computer die Verbrechensmuster durchschaut? Jakob ist durchaus beeindruckt von den Statistiken. Dennoch hat er und auch Pina in Deutschland ein ungutes Gefühl dabei, dass ein Algorithmus Polizeieinsätze plant. Evgeny Morozov teilt diese Sorgen. Pina trifft den renommierten Kritiker der digitalisierten Gesellschaft in Berlin. Die Absicht von Predictive Analytics ist ja, ein Problem zu beseitigen, bevor es eintritt. Ob es jetzt um Gesundheit geht oder um Verbrechen oder um sonst einen sozialen Bereich. Dieses Bekämpfen von Symptomen unterstellt, dass der gesellschaftliche Status quo grundsätzlich in Ordnung ist. Das ist eine zutiefst konservative Annahme, die ich einfach nicht teile. Um Muster zu erkennen, aus denen sich Prognosen ableiten lassen, brauchen Analyseprogramme große Datenmengen. So auch bei unserem Experiment. Die ersten Rohdaten von Jakob und Pina gehen bei Georg Fuchs und Alexander Markowitz ein. Noch sind sie unsortiert und chaotisch. Aber die beiden müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr Verhalten weit weniger individuell ist, als sie es gerne annehmen würden. Jedes Handyverhalten von jedem Nutzer ist anders als das von einem anderen. Aber innerhalb unseres Verhaltens sind wir ziemlich vorhersehbar. Wir sind gar nicht so, dass dieser Homo Ökonomikus, der große, clevere Entscheidungen im eigenen Interesse jetzt trifft, der freie Wille, das erklärt so einen kleinen Teil unseres Verhaltens. Und der ganze Rest unseres Verhaltens, das sind Gewohnheiten, das sind Habits, die in Mustern auftreten und das kann man alles berechnen. Und das ist eigentlich die große Beleidigung der Informatik für die Menschheit. Jakob ist einzigartig. Und Pina natürlich ebenfalls. Aber in dem, was sie mögen oder tun, ähneln sie Abertausenden anderer Menschen. Deshalb nutzen Unternehmen Predictive Analytics, um ihr Konsumverhalten vorherzusagen. Denn unsere anscheinend so individuellen Lebensläufe sind gar nicht so einzigartig, verglichen mit anderen. Bestimmte Muster tauchen immer wieder auf. In den Datenmengen, die wir alle täglich produzieren, suchen die Algorithmen der Unternehmen nach genau diesen Mustern. Zum Beispiel danach, welche Produkte Frauen im dritten Monat ihrer Schwangerschaft kaufen. Sobald der Algorithmus gelernt hat, wie das Schwangerschaftsmuster aussieht, durchsucht er die Kundendaten danach. So kann er die Geburt eines Kindes mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% vorhersagen und rechtzeitig Angebote für Windeln und Babynahrung schicken. Big Data wird eigentlich erst ermöglicht durch die Digitalisierung der Gesellschaft. Das heißt, die Daten fallen an, weil ganz viele unserer Aktionen jetzt im digitalen Raum stattfinden und da automatisch mitgeschrieben werden können. Und klar, alles, was ich online mache, wird immer mitprotokolliert. Und das gilt für unser Einkaufverhalten, das gilt für unser Reiseverhalten, das gilt für unsere Sozialverhalten, für die gesamte Kommunikation. Und diesen Großteil des Lebens, den kann man umsonst beobachten. Von allen Datenkonzernen beobachtet uns niemand genauer als Google.
Jakob ist unterwegs zur Zentrale des Internetgiganten in Mountain View, Kalifornien. Google hat als erstes Unternehmen Internetdaten systematisch gesammelt und analysiert. Seit der Firmengründung 1998 speichert der Konzern alle Suchanfragen. Die Algorithmen und Analyseverfahren der Kalifornier gelten als die besten weltweit. Monatelang hat Jakob versucht, ein Interview zu bekommen. Doch das Unternehmen lässt ihn vor der Tür stehen. Transparenz ist bei Google eine Einbahnstraße hin zum Nutzer. Niemals andersrum. Jakob wollte über Google Flutrends sprechen, eine Anwendung von Predictive Analytics. Google zählt die Häufigkeit bestimmter Suchbegriffe und gibt ähnlich einer Wettervorhersage Prognosen darüber ab, wann und wo eine Grippeepidemie droht. Wissenschaftler kritisieren allerdings, dass das Unternehmen Werbung über die Suchanfragen schaltet und so die Daten verfälscht. Pina ist unterwegs nach Zürich. Hier wollen Forscher mit einem ganz anderen Ansatz Epidemien vorhersagen. Dirk Helbing leitet die Forschungsgruppe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Auch er will verheerende Epidemien künftig schon im Keim ersticken, indem er Prognosen darüber macht, wo und wann genau bei einer Epidemie die nächsten Krankheitsfälle auftreten werden. Und dann kommen diese Städte dran und dann jene Städte. Und das erlaubt es, dass nun medizinische Versorgung an diesen Orten auch besonders gut vorgehalten werden kann und dass man deswegen erfolgreicher auch die Ausbreitung von diesen Krankheiten bekämpfen kann. Früher bewegten sich Infizierte viel langsamer von Ort zu Ort als heute. Dadurch ergaben sich gleichmäßig ringförmige und wellenartige Ausbreitungsmuster von Epidemien wie der Pest. Wenn man sich aber die heutigen Ausbreitungsmuster von Krankheiten anschaut, dann sieht das ziemlich chaotisch aus. Mal werden Leute in Amerika krank, dann in Europa, dann in Asien. Und es ist ein ziemliches Durcheinander. Das liegt daran, dass Krankheiten heute vor allem durch Flugpassagiere verbreitet werden. So ergibt sich ein weltumspannendes Netz von Städten, die durch den Flugverkehr eng zusammenrücken. Dirk Helbing nennt diese neue Art der Messung von Entfernung effektive Distanz. So ist zum Beispiel die Entfernung zwischen Vielfliegerstädten wie Frankfurt und New York effektiv kleiner als die zwischen Frankfurt und Stuttgart. Dirk Helbings Algorithmus analysiert die Ausbreitungsmuster aus der Perspektive einzelner Flughäfen. Und das scheinbare Chaos zeigt auf einmal eine erstaunliche Regelmäßigkeit. Bei bestimmten Flughäfen sieht das Ausbreitungsmuster der Epidemien nämlich kreisförmig aus. Und das identifiziert uns letzten Endes den wahrscheinlichsten Ausbruchsort der Krankheit. Wenn man diese Information einmal hat, dann kann man auch vorausrechnen. Und wer sich in Frankfurt vor Grippe schützen will, muss also eher nach New York als nach Stuttgart schauen. Jakob ist unterwegs nach San Francisco, um einen der neuesten Gesundheitstrends unter Hypochondern aus der Nähe zu betrachten. Rachel Kalmar beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man Depressionen vorbeugen kann. Was ich zum Beispiel cool fände, wäre ein Stimmungsring, der misst, wie viel Licht man ausgesetzt ist. Die Lichtmenge im Haus könnte dann automatisch angepasst werden, um Lichtmangel zu kompensieren. Das könnte meine Lebensqualität wirklich verbessern und auch die von anderen. Mit Self-Tracking die Gesundheitsvorsorge verbessern, klingt nach einer guten Idee. Pina probiert gleich ein paar dieser Geräte aus und stellt fest, die minutiöse Aufzeichnung aller körperlichen Daten ist ziemlich zeitaufwendig. Noch werden die Selbstüberwacher meist belächelt. Aber was, wenn die Aufzeichnung von Vitalitätswerten Voraussetzung für eine Krankenversicherung wäre?
Was dahinter steht, ist ja die Idee, dass man seinen Körper so überwacht, dass man nicht mehr zum Arzt gehen muss. Wenn man das zu Ende denkt, dann könnte das leicht zu einem gesellschaftlichen Klima führen, in dem man sich verdächtig macht, wenn man sich selbst nicht genügend überwacht. Im Fokus stehen zwar noch rein körperliche Daten wie gelaufene Schritte, Herzfrequenz oder Schlafrhythmus. Aber es geht auch um die Psyche. Weltweit leiden etwa 350 Millionen Menschen an Depressionen. Eine an der Uni Bonn entwickelte Smartphone-App soll Depressionen vorhersagen können. Und es gibt verschiedene Dimensionen, die sich verändern bei einer Depression. Das ist die Kommunikationsfähigkeit, es ist die Bewegung von Menschen. Und das Dritte, das ist vielleicht das Spannendste, wir wissen aus der täglichen Erfahrung, dass sich unsere Sprachmelodie verändert in der Depression. Dass die Sprache von einer sehr, sehr modulierten Sprachmelodie ändert in eine ganz leise, gleichförmige, unmodulierte Sprache. Die Depressions-App, die bisher noch in der Testphase ist, soll künftig Kommunikationsverhalten und Stimmmelodie aufzeichnen. Und auch den Bewegungsradius der Patienten. Es ist ein Frühwarnsystem, das künftig nicht nur Patienten und Ärzten helfen soll. Auch gesunde Menschen, die absolut keine psychiatrische Erkrankung haben, haben natürlich ein Stressanpassungsverhalten. Und es ist durchaus möglich, wenn sie einen starken Stress haben, den sie nicht verarbeiten können, dass sich dann ihr Verhalten ändert. Pina wird die App 2 Monate lang testen. Durch die Analyse von Kommunikation und Bewegung will Thomas Schläpfer vorhersagen können, wie groß Pinas Risiko ist, ein Burnout-Syndrom oder gar eine Depression zu entwickeln. Ich muss Sie warnen, der Einsatz dieser App wird uns sehr viel über Ihr Handynutzverhalten verraten, aber auch über Ihre Stressverarbeitung. Und je nachdem kann das zeigen, dass Sie Stress vielleicht nicht gut verarbeiten. Und das würden wir sehen. Und da könnte man durchaus eine Vorhersage wagen, dass es zur Entwicklung von depressiven Erkrankungen im Sinne eines Burnout-Syndroms oder einer ausgeprägten Depression kommen kann. Keine der bisherigen Anwendungen von Predictive Analytics greift so tief ins Leben ein wie diese App. Wie sicher sind die Vorhersagen? Wie wird Pina mit dem Ergebnis umgehen? Und wer außer dem Arzt kennt sonst noch die Daten? Gerade dadurch, dass Sachen virtuell sind, sind die Fragestellungen wirklich neu. Also, wenn ich so Sachen sage, welche Daten sollte ich denn über dich erheben können? Und wem sollte ich die zeigen können? Und zu welchem Zweck? Zu 95% stimmt das, was ich über dich berechnet habe. Sollte ich das trotzdem mit jedem teilen? Also, das sind wirklich nochmal ganz fundamentale Fragen, wo es an diese Frage geht, was ist der Mensch? Und daraus kann man dann ableiten, was soll ich jetzt mit dem Big Data machen dürfen und was vielleicht nicht. Unterdessen läuft unser Vorhersageexperiment weiter. Inzwischen haben Georg Fuchs und Alexander Markowitz eine aussagekräftige Datenmenge gesammelt. Und jetzt ist eben genau die Frage, und das war ja auch eingangs des Experiments, die Frage, die offen stand, ist, wie lange müssen wir eine Person beobachten? Die Wissenschaftler überprüfen die Daten auf ihre Qualität und suchen nach ersten Mustern, die eine Vorhersage von Jakob und Pinas Lebensstil möglich machen soll. Bereits jetzt wird deutlich, das unstete Reiseleben, vor allem von Jakob, macht es den Experten nicht einfach. Das ist erstaunlich, ja? Super. Der Wunsch, mit Hilfe von Big Data und Statistik die Zukunft vorhersagen zu können, beflügelt nicht nur Wissenschaftler. Predictive Analytics ist inzwischen Big Business. Jakob besucht in San Francisco einen der jungen Stars der Programmiererszene. Anthony Goldblum, Gründer des Unternehmens Kaggle.
Wir haben Probleme gelöst, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt mit Algorithmen lösbar wären. Zum Beispiel Schulaufsätze durch Algorithmen bewerten zu lassen. Wir machen Vorhersagen, welche Medikamente wirken werden. Ein weiterer Bereich ist die Bilderkennung, Machine Learning über Ton, Algorithmen für Finanzmärkte. Zu unseren Kunden zählt die Öl- und Gasindustrie. Die Kaggle-Community hat diese Nüsse geknackt. Kaggle ist eine Online-Plattform, auf der Unternehmen wie Google, Microsoft und die NASA Wettbewerbe ausschreiben. Programmierer aus der ganzen Welt wetteifern dann um den besten Algorithmus. Viele dieser Programmierer sind ganz einfach brillant, aber niemand hatte sie entdeckt. Kaggle hat völlig unbekannten Leuten die Chance gegeben, Superstars zu werden. Fast 200.000 Datenhexer auf der ganzen Welt haben sich bereits an Kaggle-Wettbewerben beteiligt. Vom Schüler bis zum Elite-Professor. Pina besucht eines dieser von Kaggle entdeckten Wunderkinder in Hamburg. Josef Feigl gehört zu den 10 besten Kaggle-Programmierern weltweit. Gegen Ende wird es immer stressiger meistens, weil alle nochmal ihre besten Lösungen dann posten und dann muss man auch mitziehen. Da hat man ein bisschen mehr Stress, aber ansonsten geht's eigentlich. Es ist, würde ich sagen, noch ein ganz vernünftiges Hobby. Ich hatte nie mit wirklich realen Daten so gearbeitet nach dem Studium. Und das war dann erstmal der Reiz, was ist anders in der Praxis. Und ich hatte dann in dem ersten Wettbewerb, wo ich mitgemacht hatte, das ging über 2 Monate und ich hatte in der Zeit so viel gelernt. Das habe ich, glaube ich, viel mehr als in der ganzen Diplomarbeit, glaube ich, in meinem Studium. Wenn ein Pharmaunternehmen zum Beispiel wissen will, welche Menschen Diabetes gefährdet sind, schreibt es auf Kaggle einen Wettbewerb aus. Dabei stellt es den Programmierern anonymisierte Rohdaten von Patienten zur Verfügung, die bereits Diabetes haben. Man muss sich halt im Vorfeld überlegen, welche Merkmale generiere ich aus den Daten und füttere dann dem Modell. Und das macht man im Prinzip zu 80% der Zeit. Und das ist der richtig schwierige Teil. Wenn ich die Daten einfach roh, unverarbeitet zum Algorithmus gebe, wird der funktionieren, aber der wird keine guten Muster erkennen können. Nachdem der Algorithmus gelernt hat, wie das typische Muster eines Diabetikers aussieht, sucht er bei anderen Menschen nach dem gleichen Muster. Daraufhin berechnet er, wie wahrscheinlich diese Personen an Diabetes erkranken werden. Josef Feigl schickt seine Berechnungen an Kaggle und bekommt sofort eine Rückmeldung, wie gut seine Algorithmen waren. Letztendlich, also gerade die Algorithmen, die so genutzt werden, letztendlich spucken die auch nur Wahrscheinlichkeiten aus. Und selbst wenn sich der Algorithmus zu 97% sicher ist, kann es trotzdem falsch sein. Also komplett den Zufall wird man wahrscheinlich nicht ausschalten können, aber man kann immer sicherer werden. Irgendwie ein beruhigender Gedanke. Auch den leistungsfähigsten Algorithmen mit den größten Datenmengen sind Grenzen gesetzt. Eine digitale Kristallkugel sind sie nicht. Man wird immer besser vorhersagen können, Sachen, die irgendwo halbwegs regelmäßig auftauchen. Was man nie vorhersagen können wird, das sind singuläre Events. Man wird nie vorhersagen können, den nächsten 11. September oder diesen Suizid oder dieses außergewöhnliche Ereignis. Dabei hatte gerade das Trauma des 11. September zu einer ungezügelten Datensammelwut geführt. Unser Experiment. Jetzt beginnt die Analyse der Experten. 2 Monate lang haben Jakob und Pina ihre Daten zur Verfügung gestellt. Der Algorithmus sucht nach wiederkehrenden Ereignissen. Nur wenn diese Muster oft genug auftauchen, lässt sich daraus eine Vorhersage ableiten. Und das sind jetzt die so Business Trips, das heißt, wo Pina mal zu Geschäftszeiten irgendwo deutlich außerhalb war. Eine besondere Herausforderung ist die unregelmäßige Lebensweise der beiden Fernsehautoren. Büroangestellte sind leichter zu durchschauen. Dass Jakob und Pina ihre Smartphones weniger intensiv nutzen als beispielsweise Teenager, macht die Aufgabe nicht einfacher.
Das ist, Pina nutzt einfach ihr Telefon extrem wenig. Sehr gesund für sie, sehr schön, aber macht es deutlich bei 17-Jährigen deutlich leichter, da irgendwas vorherzusagen. Halt insgesamt total kryptisch das Ganze. Also da kommt, versteht man gar nicht irgendwie, worum es geht. Und das muss dann bereinigt werden. Jakob ist immer noch in den USA unterwegs. Hier gibt es die meisten Spezialisten im Bereich Predictive Analytics. Vorausschauende Analyse. Er ist mit einem Programmierer verabredet, der Algorithmen entwickelt, um den Verlauf und das Ergebnis von Sportereignissen vorherzusagen. Paul Bessier aus Cincinnati, Ohio, möchte das Interview per Skype führen. Ich mache Vorhersagen für über 10.000 Spiele pro Jahr. Und in etwa 5.600 Fällen liege ich richtig. Das heißt zwar, dass ich 4.400 Mal daneben liege, aber ich kann auch sehr einfach bestimmen, ob meine Vorhersage besser oder schlechter ist als die von jemand anderem, weil es ein unmittelbares Feedback gibt. Und jedes Mal, wenn es neue Daten gibt, was in all diesen Sportarten täglich der Fall ist, speisen wir die in das System ein. So wird es immer zuverlässiger. Paul Bessier macht unter anderem Vorhersagen für Eishockeyspiele. Der Algorithmus durchsucht dafür historische Daten nach wiederkehrenden Mustern. Wie verhalten sich einzelne Spieler in bestimmten Situationen? Für welche Strategie hat sich der Trainer entschieden? Eishockey ist für Vorhersagen der schwierigste Sport überhaupt. Vor allem, weil der Einfluss eines einzelnen Spielers auf eine bestimmte Spielweise so schwer zu bestimmen ist und weil das Spiel so unglaublich schnell ist. Den Puckbesitz statistisch zu erfassen ist extrem schwer. Es geht die ganze Zeit hin und her. Paul Bessiers Vorhersagemaschine rechnet für ein zukünftiges Spiel 50.000 Simulationen in allen nur erdenklichen Varianten aus. Sekundenschnell und auch noch während des Spiels. Vor allem für Sportwetten ist das Vorhersagetool interessant. Über 10.000 zahlende Abonnenten setzen auf Paul Bessiers Algorithmen. Mit seiner Erfolgsquote von 56% ist Paul Bessier zwar Lichtjahre von einer sicheren Vorhersage entfernt, aber er liefert immerhin die zuverlässigste Prognose, die es zurzeit für Sportereignisse gibt. Es gibt die Vorstellung, dass Einstellung, Ehrgeiz und andere glorifizierte Eigenschaften, die einen Sportler von den anderen unterscheiden, ausschlaggebend sind. Vielleicht stimmt das ja, aber sie sind bereits in dieser Person drin. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Sportler in einer bestimmten Situation auf einmal völlig anders verhält als sonst. Für mich sind Menschen sehr viel vorhersehbarer als Maschinen. Menschen sind die ultimativen Maschinen, wenn es darum geht, vorauszusagen, was sie in einem bestimmten Moment auf dem Spielfeld machen werden. Menschen als ultimative Maschinen. Hier in Boston gibt es eine Firma, die glaubt, Vorhersagen nicht nur für Einzelpersonen oder Mannschaften machen zu können, sondern gleich für ganze Staaten. Der Boston Globe nannte das Unternehmen bereits den Nostradamus des digitalen Zeitalters. Zu den Investoren zählen Google und die CIA. Ich bin nicht sicher, ob Nostradamus eine bestimmte Methode bei seinen Vorhersagen hatte. Ich glaube, wir gehen da etwas wissenschaftlicher vor als er. Der Schwede Staffan Trouvé ist einer der beiden Gründer von Recorded Future. Er behauptet, auf der Basis aller im Internet frei verfügbaren Daten unter anderem Vorhersagen über Unruhen, Kriege und Revolutionen machen zu können. Recorded Future nimmt für sich in Anspruch, die Entmachtung des ägyptischen Präsidenten Mursi im Sommer 2013 vorhergesehen zu haben. Wenigstens so ungefähr. Letztes Jahr, als Mursi entmachtet wurde, konnten wir 4-5 Tage im Voraus sehen, dass etwas sehr Wichtiges geschehen würde. Wir konnten nicht genau sagen, was passieren würde. Mursi hätte auch etwas Dramatisches tun können, um seine Macht zu erhalten. Aber zumindest konnten wir sehen, dass sich etwas zusammenbraute. Es war also ein kleines Fenster in die Zukunft. Recorded Future analysiert täglich im Internet Millionen von Dokumenten in 7 Sprachen. Texte, Videos und Audiodateien werden nach bestimmten Schlagworten durchforstet. Und die Prognosen an jeden verkauft, der sich nicht von der Zukunft überraschen lassen will.
Unternehmen, Regierungen oder Geheimdienste zählen zu den Kunden. Wenn ich beispielsweise etwas über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland erfahren wollte, dann würde ich mir Berichte über Gaslieferungen anschauen. Dass sich da etwas tut, kann ein Indikator sein. Aber es gab zum Beispiel auch zahlreiche Berichte über eine Motorradgang namens Nachtwölfe, die eine Verbindung zur russischen Regierung hat und deren Mitglieder auf der Krim gesehen wurden, bevor der Konflikt eskaliert ist. Es gab also definitiv Signale und ein guter Analyst sucht nach genau solchen Signalen. Datenanalysten gewinnen nun Einblicke, die bislang nur ausgewiesenen Kennern einer Materie, einer Szene oder eines Landes vorbehalten waren. Doch wer profitiert davon? Es sind vor allem ein paar große Unternehmen, die so viel Geld verdienen wollen wie möglich. Der Staat benutzt sie, um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Das ist die Realität. Wir sprechen vom Internet, Big Data, Algorithmen, Digitalisierung, der tiefen Verunsicherung durch all das. Aber 99% von dem, was eigentlich passiert, wird dadurch nicht erklärt. Denn die drehen sich um diese beiden Faktoren. A, die Firmen, die Geld verdienen wollen, und B, die Regierungen, die sie darin unterstützen, weil es ihren eigenen Zielen im Kampf gegen den Terror oder was auch immer dient. Eine Zukunft, in der es keine Katastrophen, Kriege und Epidemien mehr gibt, weil Probleme beseitigt werden, bevor sie entstehen. Eine solche Zukunft werden Algorithmen nicht liefern können. Schon heute fehlt es oft nicht an der Analyse, sondern am Willen zu handeln. Zurück zum Einzelschicksal. Pina hat wieder einen Termin bei Thomas Schläpfer. Was sagt die Depressions-App über ihre mentale Verfassung aus? Das hier zeigt Ihnen jetzt die Häufigkeit von Telefongesprächen. Hier sehen Sie, dass Sie am Montag deutlich mehr telefonieren als sonst in der Woche, Sonntag kaum. Was ich persönlich sehr interessant finde, ist diese Grafik hier. Hier sehen Sie Ihre Stimmung. Dann sieht man, dass es Ihnen am Sonntag immer gut geht. Was aber so ein bisschen komisch ist, am Dienstag haben Sie konsistent so ein leises Stimmungstief. Dort geht es Ihnen über die 8 Wochen immer viel schlechter. Schlechter gehen heißt natürlich nicht, dass Sie eine Depression haben oder so. Interessant, gut. Das war mir jetzt auch nicht klar, dass der Dienstag mein schwarzer Tag ist. Also ich telefoniere anfangs der Woche sehr viel und am Tag drauf geht es mir schlecht. Genau. Dann könnte man sagen, dass Sie ein gutes Stressverarbeitungssystem haben, weil sich Ihr Handy-Use-Verhalten nicht verändert in Relation dazu, wie es Ihnen geht oder wie viel Stress Sie haben. Das heißt, der Stress, der auf Ihnen lastet, mit dem können Sie umgehen. Das ist genau die richtige Menge. Und das wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine stressbedingte Burnout-Erkrankung bekommen, bei Ihnen eher klein ist. In diesem Fall vertraut Pina sehr gerne darauf, dass der Algorithmus recht behalten wird. Die Drehreisen sind beendet. Jakob macht sich auf den Heimweg zurück nach Deutschland. In ein paar Tagen werden die Experten die Ergebnisse ihres Selbstversuchs präsentieren. Zwei Monate lang wurden die Daten von Pina und Jakob gesammelt. 4 Wochen haben Georg Fuchs und Alexander Markowitz für die Auswertung gebraucht. Für dich, Jakob, du führst ja ein sehr interessantes Reiseleben. Bei Jakob müssen die Experten passen. Sein Verhalten weist für eine Vorhersage einfach zu wenig Regelmäßigkeiten auf. Das Problem ist natürlich, da bilden sich dann in der Zeit keine Muster aus. Und diese Vorhersage, das ist einfach Statistik. Das heißt, ohne regelmäßige Muster kann man auch keine Statistik bauen. Das ist einfach so. Das heißt, für dich mussten wir die Prognose komplett einstellen. Das geht
geht halt einfach nicht. Das ist keine Kristallkugel. Jakob ist nicht allzu unglücklich darüber. Das ist Mathematik, das ist Statistik. Das heißt, wir brauchen schon Muster, die wir erkennen können und die auch in den Daten vorhanden sind. Jakob war auch hauptsächlich auf Reisen. Also da ist auch was, was eine Geografie angeht, jetzt nicht wirklich ein Muster irgendwo festzustellen. Aber selbst das ist in Ordnung. Also das ist was, was wir in der Informatik dann Outlier nennen würden. Das sind Leute, die mit ihrem Verhalten so einzigartig sind, dass sie mit niemandem anders irgendwie eigentlich ähnlich sind, sondern so ganz alleingestellt irgendwo dastehen. In Pinas Handydaten dagegen kann der Algorithmus immerhin Muster erkennen. Du warst jetzt keine einfache Kandidatin, weil du einen völlig anderen Lebensstil hast als alle anderen Leute, die irgendwie bei einer Bank arbeiten und da so geregelte Arbeitszeiten haben. Und weil du das Handy nicht so intensiv nutzt wie viele andere Leute. Und was dann eigentlich erstaunlich war, dass sich bei dir trotzdem ziemlich feste Rhythmen abzeichnen und ziemlich feste Muster, wie du durch die Woche kommst. Um 8:30 kriechst du aus dem Bett, landest um 10 in deinem externen Büro. Du bist keine Vegetarierin oder wenn, nimmst du den vegetarischen Döner zum Mittagessen. Du hast wahrscheinlich kein eigenes Auto. Du bist jemand, der auch von zu Hause viel arbeitet. Du hast keine Kinder. Du gehst spät schlafen. Ich behaupte einfach mal Mittelwert, du gehst um 12:30 nachts schlafen. Du hast, wenn du einen Lebensgefährte hast, dann wohnt er oder sie entweder bei dir. Jedenfalls gibt es dieses typische Muster, eine zweite Wohnung. Das heißt, irgendwie die Hälfte der Woche schläft man beim Freund, bei der Freundin. Das finde ich bei dir auch nicht. Georg Fuchs kann die ihm fremde Pina nun so gut beschreiben wie eine enge Freundin. Also was mich jetzt schon erstaunt ist, ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich doch so ein regelmäßiges Leben habe. Ja. Also ich hätte nicht, mir war selber nicht bewusst, dass ich dann doch scheinbar so viele Gewohnheiten auch habe. Pinas Daten sind sogar so regelmäßig, dass der Computer daraus eine konkrete Vorhersage für einen Tag ihres Lebens errechnet hat. Der von den Algorithmen errechnete Tagesablauf stimmt verblüffend genau mit Pinas Tagebuch überein. Durch Datensammelmaschinen werden wir für Fremde durchschaubar, als seien wir Freunde. Schon heute wissen Algorithmen manchmal mehr über uns als wir selbst. Für mich ist das Silicon Valley und alles, wofür es steht, ein Kult. Mit eigenen Göttern, einer eigenen Zielsetzung und eigenen Werten. Und dieser Kult ist inzwischen in alle Lebensbereiche eingedrungen. Meine Wohnung, meine Gesundheit, unsere Sicherheit. Einfach alles. Ob es uns passt oder nicht. Diese technologische Entwicklung lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Wie so oft kommt es nun darauf an, was wir aus ihr machen. Wir sind dabei, die Menschheit zurzeit komplett umzubauen. Das wird radikale Änderungen haben. Im Guten wie im Schlechten. Das Ganze kann man auch nicht aufhalten. Das ist naiv. Die Frage ist, wenn ich das so sehe, was da kommt, wie kann ich versuchen, das mitzugestalten, dass da irgendeine menschliche Vision bei rauskommt? Entfernung, effektive Distanz. So ist zum Beispiel die Entfernung zwischen Vielfliegerstädten wie Frankfurt und New York effektiv kleiner als die zwischen Frankfurt und Stuttgart. Dirk Helbings Algorithmus analysiert die Ausbreitungsmuster aus der Perspektive einzelner Flughäfen. Und das scheinbare Chaos zeigt auf einmal eine erstaunliche Regelmäßigkeit. Bei bestimmten Flughäfen sieht das Ausbreitungsmuster der Epidemien nämlich kreisförmig aus. Und das identifiziert uns letzten Endes den wahrscheinlichsten Ausbruchsort der Krankheit. Wenn man diese Information einmal hat, dann kann man auch vorausrechnen. Und wer sich in Frankfurt vor Grippe schützen will, muss also eher nach New York als nach Stuttgart schauen. Jakob ist unterwegs nach San Francisco, um einen der neuesten Gesundheitstrends unter Hypochondern aus der Nähe zu betrachten. Rachel Kalmar beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man Depressionen vorbeugen kann.
Was ich zum Beispiel cool fände, wäre ein Stimmungsring, der misst, wie viel Licht man ausgesetzt ist. Die Lichtmenge im Haus könnte dann automatisch angepasst werden, um Lichtmangel zu kompensieren. Das könnte meine Lebensqualität wirklich verbessern und auch die von anderen. Mit Self-Tracking die Gesundheitsvorsorge verbessern, klingt nach einer guten Idee. Pina probiert gleich ein paar dieser Geräte aus und stellt fest, die minutiöse Aufzeichnung aller körperlichen Daten ist ziemlich zeitaufwendig. Noch werden die Selbstüberwacher meist belächelt. Aber was, wenn die Aufzeichnung von Vitalitätswerten Voraussetzung für eine Krankenversicherung wäre? Was dahinter steht, ist ja die Idee, dass man seinen Körper so überwacht, dass man nicht mehr zum Arzt gehen muss. Wenn man das zu Ende denkt, dann könnte das leicht zu einem gesellschaftlichen Klima führen, in dem man sich verdächtig macht, wenn man sich selbst nicht genügend überwacht. Im Fokus stehen zwar noch rein körperliche Daten wie gelaufene Schritte, Herzfrequenz oder Schlafrhythmus. Aber es geht auch um die Psyche. Weltweit leiden etwa 350 Millionen Menschen an Depressionen. Eine an der Uni Bonn entwickelte Smartphone-App soll Depressionen vorhersagen können. Und es gibt verschiedene Dimensionen, die sich verändern bei einer Depression. Das ist die Kommunikationsfähigkeit, es ist die Bewegung von Menschen. Und das Dritte, das ist vielleicht das Spannendste, wir wissen aus der täglichen Erfahrung, dass sich unsere Sprachmelodie verändert in der Depression. Dass die Sprache von einer sehr, sehr modulierten Sprachmelodie ändert in eine ganz leise, gleichförmige, unmodulierte Sprache. Die Depressions-App, die bisher noch in der Testphase ist, soll künftig Kommunikationsverhalten und Stimmmelodie aufzeichnen. Und auch den Bewegungsradius der Patienten. Es ist ein Frühwarnsystem, das künftig nicht nur Patienten und Ärzten helfen soll. Auch gesunde Menschen, die absolut keine psychiatrische Erkrankung haben, haben natürlich ein Stressanpassungsverhalten. Und es ist durchaus möglich, wenn sie einen starken Stress haben, den sie nicht verarbeiten können, dass sich dann ihr Verhalten ändert. Pina wird die App 2 Monate lang testen. Durch die Analyse von Kommunikation und Bewegung will Thomas Schläpfer vorhersagen können, wie groß Pinas Risiko ist, ein Burnout-Syndrom oder gar eine Depression zu entwickeln. Ich muss Sie warnen, der Einsatz dieser App wird uns sehr viel über Ihr Handynutzverhalten verraten, aber auch über Ihre Stressverarbeitung. Und je nachdem kann das zeigen, dass Sie Stress vielleicht nicht gut verarbeiten. Und das würden wir sehen. Und da könnte man durchaus durchsetzen, werden die Datenmengen nochmal um ein Vielfaches anwachsen. Für diesen Film wird Jakob vor allem in den USA unterwegs sein. Pina in Deutschland und der Schweiz. Ihre Daten werden von sogenannten Algorithmen analysiert. Algorithmen sind Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Ein einfaches Beispiel für einen Algorithmus ist ein Kochrezept, zum Beispiel zur Herstellung eines Burgers. Befolgt man die Anweisung immer exakt, kommt am Ende immer der gleiche Burger raus. Für komplexere Aufgaben gibt es intelligentere Algorithmen, die lernfähig sind. Sie können selbstständig neue Zusammenhänge erkennen, etwa dass samstags weniger Burger verkauft werden, dafür aber mehr Pommes. Während Pina in Köln bleibt, reist Jakob in die USA. Die erste Station seiner Reise ist Kalifornien. Das Silicon Valley bei San Francisco ist die Geburtsstätte von Predictive Analytics. In Santa Cruz beispielsweise bekämpft die Polizei Verbrechen, bevor sie überhaupt begangen werden. Seit Juli 2011 verwenden die Polizisten hier ein Computerprogramm namens Predpol, was für Predictive Policing steht. Es soll die Zeit und den Ort zukünftiger Verbrechen voraussagen können.
Das Gebiet hier, Harvey West, sollten wir vor allem nachts gut im Blick haben. Sobald die Sonne untergeht, kriechen sie alle aus ihren Löchern und Lungen hier rum. Das zeigt sich auch auf der Predpol-Karte, die sagt, dass in Harvey West was passieren wird. Da müssen wir hin. In Kalifornien steht die Polizei unter Druck. Der Staat ist pleite, öffentliche Ausgaben werden gekürzt. Einbrüche, Autodiebstähle und Überfälle nehmen dramatisch zu. Die Lösung der Polizisten in Santa Cruz: nicht der Polizeichef entscheidet, wo Streife gefahren wird, sondern ein Computerprogramm. Entwickelt wurde es hier, an der Santa Clara Universität südlich von San Francisco. Der Computerspezialist George Mohler ist ein Pionier von Predictive Policing. Der Algorithmus sagt immer 2 bis 3 Mal besser als ein Mensch voraus, wo und wann sich ein Verbrechen ereignen wird. Die Algorithmen benutzen Daten von Verbrechen der Vergangenheit. Wir füttern den Computer mit den Statistiken der letzten 5 bis 10 Jahre, mit Orten, Zeiten, Verbrechenstypen, ob Schusswaffen benutzt wurden und so weiter. Auf dieser Grundlage entwickelt der Algorithmus täglich neue Vorhersagen für den nächsten Tag. So wissen die Polizisten, wo sie wann Streife gehen müssen. Die wenigen Einsatzkräfte müssen effektiv eingesetzt werden. Jeder Polizist konzentriert sich auf 3 oder 4 kritische Zonen. Laut der Vorhersage von Predpol ist in diesen Hotspots das Risiko besonders hoch, dass zu einer berechneten Uhrzeit ein Verbrechen begangen wird. Unsere Hotspot-Karte heute. Ich zeige euch das mal. Mit Predpol kann ich mir diese Quadrate anschauen und das Programm zeigt mir, was hier heute zu erwarten ist. Wir fahren jetzt nach Harvey West und danach schauen wir uns ein paar kritische Gebiete unten am Strand an. Mathematische Formeln können die Intelligenz von uns Menschen berechnen. Unseren Blutdruck oder die Herzfrequenz. Aber gibt es auch eine Formel, die unsere Zukunft berechnen kann? Die Digitalisierung der Welt eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Beinahe alles, was wir tun, wird erfasst und gespeichert. Aber lässt sich daraus ableiten, wer wir sind und wie wir uns in Zukunft verhalten werden? Wir stecken mittendrin in einer Revolution, ob wir wollen oder nicht. Der Name der Revolution: Big Data. Im Jahr 2013 wurden so viele Daten produziert wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Knapp 4,5 Milliarden Terabyte. Jeden Tag kommen seitdem weitere 2,5 Millionen Terabyte hinzu. Über unsere Smartphones erzeugen wir laufend Daten über uns und unsere Umwelt. Sensoren und Kameras messen in Smartphones, Fahrzeugen, Computern, wo wir gerade sind und was wir machen. Es ist eine gewaltige Datenexplosion, die unser Leben radikal verändern wird. Texte, Fotos, Stimmen, sogar Gerüche. Alles kann in Zahlen übersetzt werden. Wird so unser gesamtes Leben berechenbar? Das wollen Pina Dietsche und Jakob Knieser herausfinden. Wissenschaftler analysieren diese Datenmengen gezielt, um aus der Vergangenheit die Zukunft zu berechnen. Predictive Analytics, vorausschauende Analyse, nennen sie ihr Fachgebiet. Was verrät die ständig wachsende Datenwolke wirklich über unsere persönliche Zukunft?
Pina und Jakob treffen zwei Spezialisten für Predictive Analytics. Computerexperten des Fraunhofer-Instituts St. Augustin und der Universität Bonn haben extra für die beiden ein Experiment entworfen. Dafür erlauben Pina und Jakob diesen fremden Menschen 2 Monate lang intime Einblicke in ihr Smartphone-Verhalten. Eine App übermittelt alle Daten an Georg Fuchs und Alexander Markowitz. Die Wissenschaftler wissen nichts über Pina und Jakob und wollen dennoch ein präzises Abbild ihrer Leben zeichnen und ihr Verhalten vorhersagen. Wir wollen halt regelmäßige Muster finden. Das heißt, wann seid ihr wo, mit wem telefoniert ihr regelmäßig. Wann ihr SMS schickt, mit wem. Wir sehen, welche Apps ihr nutzt, wann. Regelmäßig auftretende Sachen, das wird man sehen. Und man wird typisches Verhalten für dich beschreiben können, das dann auch auf die Zukunft, in der Zukunft weiter so typisch laufen wird. Wir zielen wirklich auf die regelmäßigen Muster ab. Und das ist eben auch die Herausforderung, der wir uns hier ja stellen wollen, da ihr ja viel reist. Wir wollen einfach mal sehen, was man da wirklich rausfinden kann. Was ich cool fände, wäre, bei euch Habits zu entdecken, Gewohnheiten, die ihr selber gar nicht kennt. Und vielleicht welche, die, wo ihr stolz drauf seid, oder welche, wo ihr vielleicht selber nicht so ganz. Und das sind keine krassen Dinge, sondern das sind so Sachen, so hey, wenn ich das und das lassen könnte, dann wäre ich irgendwie ein besserer Mensch. Pina und Jakob gehen mit gemischten Gefühlen in dieses Experiment. Schließlich gestatten sie nun Fremden Einblicke in ihr Leben, die sonst höchstens beste Freunde haben. Sie dokumentieren ihren Alltag unter anderem mit einer Datenbrille, der Google Glass, die ständig filmt, was die beiden sehen. Sollten sich solche Computerbrillen im Alltag um Gefahrenzonen vorhersagen zu können, sucht der Algorithmus in bereits vorhandenen Verbrechensdaten nach einem ganz bestimmten Muster. Viele Studien zeigen, dass bestimmte Verbrechensarten ansteckend sind, wie ein Virus. Zum Beispiel attackiert eine Gang eine andere. Die wiederum verübt ein paar Tage später einen Vergeltungsschlag. Dadurch entstehen Häufungen von Bandenverbrechen. Das erste Verbrechen erhöht die Wahrscheinlichkeit von weiteren. Kriminelle Banden sind für den Großteil der Verbrechen in Santa Cruz verantwortlich, insbesondere für Gewalttaten und Drogendelikte. In einem der vorhergesagten Hotspots trifft die Streife tatsächlich auf ein bekanntes Gangmitglied und behält es im Auge. Vor allem die erfahrenen Kollegen haben mir gesagt, wie soll so ein Programm Verbrechen in unseren Stadtteilen besser vorhersagen können als ich? Ich habe jahrelange Erfahrung hier. Es gab also jede Menge Skepsis. Doch Steve Clark weiß die Zahlen auf seiner Seite. In 2013 zeigte unsere Statistik in den ersten 5 Monaten einen Anstieg von 42% bei Autodiebstählen. Also schickte ich ein Team mit Predpo los und das Programm zeigte uns ein ganz bestimmtes Gebiet. Am Ende des Jahres konnten wir die Rate deutlich verringern, von 42% plus auf 15% minus. Das ist ein riesiger Effekt. Ruhe in der Stadt, weil der Computer die Verbrechensmuster durchschaut? Jakob ist durchaus beeindruckt von den Statistiken. Dennoch hat er und auch Pina in Deutschland ein ungutes Gefühl dabei, dass ein Algorithmus Polizeieinsätze plant. Evgeny Morozov teilt diese Sorgen. Pina trifft den renommierten Kritiker der digitalisierten Gesellschaft in Berlin.
Die Absicht von Predictive Analytics ist ja, ein Problem zu beseitigen, bevor es eintritt. Ob es jetzt um Gesundheit geht oder um Verbrechen oder um sonst einen sozialen Bereich. Dieses Bekämpfen von Symptomen unterstellt, dass der gesellschaftliche Status quo grundsätzlich in Ordnung ist. Das ist eine zutiefst konservative Annahme, die ich einfach nicht teile. Um Muster zu erkennen, aus denen sich Prognosen ableiten lassen, brauchen Analyseprogramme große Datenmengen. So auch bei unserem Experiment. Die ersten Rohdaten von Jakob und Pina gehen bei Georg Fuchs und Alexander Markowitz ein. Noch sind sie unsortiert und chaotisch. Aber die beiden müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr Verhalten weit weniger individuell ist, als sie es gerne annehmen würden. Jedes Handyverhalten von jedem Nutzer ist anders als das von einem anderen. Aber innerhalb unseres Verhaltens sind wir ziemlich vorhersehbar. Wir sind gar nicht so, dass dieser Homo Ökonomikus, der große, clevere Entscheidungen im eigenen Interesse jetzt trifft, der freie Wille, das erklärt so einen kleinen Teil unseres Verhaltens. Und der ganze Rest unseres Verhaltens, das sind Gewohnheiten, das sind Habits, die in Mustern auftreten und das kann man alles berechnen. Und das ist eigentlich die große Beleidigung der Informatik für die Menschheit. Jakob ist einzigartig und Pina natürlich ebenfalls. Aber in dem, was sie mögen oder tun, ähneln sie Abertausenden anderer Menschen. Deshalb nutzen Unternehmen Predictive Analytics, um ihr Konsumverhalten vorherzusagen. Denn unsere anscheinend so individuellen Lebensläufe sind gar nicht so einzigartig, verglichen mit anderen. Bestimmte Muster tauchen immer wieder auf. In den Datenmengen, die wir alle täglich produzieren, suchen die Algorithmen der Unternehmen nach genau diesen Mustern. Zum Beispiel danach, welche Produkte Frauen im dritten Monat ihrer Schwangerschaft kaufen. Sobald der Algorithmus gelernt hat, wie das Schwangerschaftsmuster aussieht, durchsucht er die Kundendaten danach. So kann er die Geburt eines Kindes mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% vorhersagen und rechtzeitig Angebote für Windeln und Babynahrung schicken. Big Data wird eigentlich erst ermöglicht durch die Digitalisierung der Gesellschaft. Das heißt, die Daten fallen an, weil ganz viele unserer Aktionen jetzt im digitalen Raum stattfinden und da automatisch mitgeschrieben werden können. Und klar, alles, was ich online mache, wird immer mitprotokolliert. Und das gilt für unser Einkaufverhalten, das gilt für unser Reiseverhalten, das gilt für unser Sozialverhalten, für die gesamte Kommunikation. Und diesen Großteil des Lebens, den kann man umsonst beobachten. Von allen Datenkonzernen beobachtet uns niemand genauer als Google. Jakob ist unterwegs zur Zentrale des Internetgiganten in Mountain View, Kalifornien. Google hat als erstes Unternehmen Internetdaten systematisch gesammelt und analysiert. Seit der Firmengründung 1998 speichert der Konzern alle Suchanfragen. Die Algorithmen und Analyseverfahren der Kalifornier gelten als die besten weltweit. Monatelang hat Jakob versucht, ein Interview zu bekommen. Doch das Unternehmen lässt ihn vor der Tür stehen. Transparenz ist bei Google eine Einbahnstraße hin zum Nutzer. Niemals andersrum. Jakob wollte über Google Flu Trends sprechen, eine Anwendung von Predictive Analytics. Google zählt die Häufigkeit bestimmter Suchbegriffe und gibt ähnlich einer Wettervorhersage Prognosen darüber ab, wann und wo eine Grippeepidemie droht. Wissenschaftler kritisieren allerdings, dass das Unternehmen Werbung über die Suchanfragen schaltet und so die Daten verfälscht. Pina ist unterwegs nach Zürich. Hier wollen Forscher mit einem ganz anderen Ansatz Epidemien vorhersagen. Dirk Helbing leitet die Forschungsgruppe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Auch er will verheerende Epidemien künftig schon im Keim ersticken, indem er Prognosen darüber macht, wo und wann genau bei einer Epidemie die nächsten Krankheitsfälle auftreten werden.
Und dann kommen diese Städte dran und dann jene Städte. Und das erlaubt es, dass nun medizinische Versorgung an diesen Orten auch besonders gut vorgehalten werden kann und dass man deswegen erfolgreicher auch die Ausbreitung von diesen Krankheiten bekämpfen kann. Früher bewegten sich Infizierte viel langsamer von Ort zu Ort als heute. Dadurch ergaben sich gleichmäßig ringförmige und wellenartige Ausbreitungsmuster von Epidemien wie der Pest. Wenn man sich aber die heutigen Ausbreitungsmuster von Krankheiten anschaut, dann sieht das ziemlich chaotisch aus. Mal werden Leute in Amerika krank, dann in Europa, dann in Asien. Und es ist ein ziemliches Durcheinander. Das liegt daran, dass Krankheiten heute vor allem durch Flugpassagiere verbreitet werden. So ergibt sich ein weltumspannendes Netz von Städten, die durch den Flugverkehr eng zusammenrücken. Dirk Helbing nennt diese neue Art der Messung von Die Absicht von Predictive Analytics ist ja, ein Problem zu beseitigen, bevor es eintritt. Ob es jetzt um Gesundheit geht oder um Verbrechen oder um sonst einen sozialen Bereich. Dieses Bekämpfen von Symptomen unterstellt, dass der gesellschaftliche Status quo grundsätzlich in Ordnung ist. Das ist eine zutiefst konservative Annahme, die ich einfach nicht teile. Um Muster zu erkennen, aus denen sich Prognosen ableiten lassen, brauchen Analyseprogramme große Datenmengen. So auch bei unserem Experiment. Die ersten Rohdaten von Jakob und Pina gehen bei Georg Fuchs und Alexander Markowitz ein. Noch sind sie unsortiert und chaotisch. Aber die beiden müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr Verhalten weit weniger individuell ist, als sie es gerne annehmen würden. Jedes Handyverhalten von jedem Nutzer ist anders als das von einem anderen. Aber innerhalb unseres Verhaltens sind wir ziemlich vorhersehbar. Wir sind gar nicht so, dass dieser Homo Ökonomikus, der große, clevere Entscheidungen im eigenen Interesse jetzt trifft, der freie Wille, das erklärt so einen kleinen Teil unseres Verhaltens. Und der ganze Rest unseres Verhaltens, das sind Gewohnheiten, das sind Habits, die in Mustern auftreten und das kann man alles berechnen. Und das ist eigentlich die große Beleidigung der Informatik für die Menschheit. Jakob ist einzigartig und Pina natürlich ebenfalls. Aber in dem, was sie mögen oder tun, ähneln sie Abertausenden anderer Menschen. Deshalb nutzen Unternehmen Predictive Analytics, um ihr Konsumverhalten vorherzusagen. Denn unsere anscheinend so individuellen Lebensläufe sind gar nicht so einzigartig, verglichen mit anderen. Bestimmte Muster tauchen immer wieder auf. In den Datenmengen, die wir alle täglich produzieren, suchen die Algorithmen der Unternehmen nach genau diesen Mustern. Zum Beispiel danach, welche Produkte Frauen im dritten Monat ihrer Schwangerschaft kaufen. Sobald der Algorithmus gelernt hat, wie das Schwangerschaftsmuster aussieht, durchsucht er die Kundendaten danach. So kann er die Geburt eines Kindes mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% vorhersagen und rechtzeitig Angebote für Windeln und Babynahrung schicken. Big Data wird eigentlich erst ermöglicht durch die Digitalisierung der Gesellschaft. Das heißt, die Daten fallen an, weil ganz viele unserer Aktionen jetzt im digitalen Raum stattfinden und da automatisch mitgeschrieben werden können. Und klar, alles, was ich online mache, wird immer mitprotokolliert. Und das gilt für unser Einkaufverhalten, das gilt für unser Reiseverhalten, das gilt für unser Sozialverhalten, für die gesamte Kommunikation. Für mich ist das Silicon Valley und alles, wofür es steht, ein Kult. Mit eigenen Göttern, einer eigenen Zielsetzung und eigenen Werten. Und dieser Kult ist inzwischen in alle Lebensbereiche eingedrungen. Meine Wohnung, meine Gesundheit, unsere Sicherheit. Einfach alles. Ob es uns passt oder nicht, diese technologische Entwicklung lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Wie so oft kommt es nun darauf an, was wir aus ihr machen. Wir sind dabei, die Menschheit zurzeit komplett umzubauen. Das wird radikale Änderungen haben. Im Guten wie im Schlechten. Das Ganze kann man auch nicht aufhalten. Das ist naiv. Die Frage ist, wenn ich das so sehe, was da kommt, wie kann ich versuchen, das mitzugestalten, dass da irgendeine menschliche Vision bei rauskommt?
Entfernung, effektive Distanz. So ist zum Beispiel die Entfernung zwischen Vielfliegerstädten wie Frankfurt und New York effektiv kleiner als die zwischen Frankfurt und Stuttgart. Dirk Helbings Algorithmus analysiert die Ausbreitungsmuster aus der Perspektive einzelner Flughäfen. Und das scheinbare Chaos zeigt auf einmal eine erstaunliche Regelmäßigkeit. Bei bestimmten Flughäfen sieht das Ausbreitungsmuster der Epidemien nämlich kreisförmig aus. Und das identifiziert uns letzten Endes den wahrscheinlichsten Ausbruchsort der Krankheit. Wenn man diese Information einmal hat, dann kann man auch vorausrechnen. Und wer sich in Frankfurt vor Grippe schützen will, muss also eher nach New York als nach Stuttgart schauen. Jakob ist unterwegs nach San Francisco, um einen der neuesten Gesundheitstrends unter Hypochondern aus der Nähe zu betrachten. Rachel Kalmar beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man Depressionen vorbeugen kann. Was ich zum Beispiel cool fände, wäre ein Stimmungsring, der misst, wie viel Licht man ausgesetzt ist. Die Lichtmenge im Haus könnte dann automatisch angepasst werden, um Lichtmangel zu kompensieren. Das könnte meine Lebensqualität wirklich verbessern und auch die von anderen. Mit Self-Tracking die Gesundheitsvorsorge verbessern, klingt nach einer guten Idee. Pina probiert gleich ein paar dieser Geräte aus und stellt fest, die minutiöse Aufzeichnung aller körperlichen Daten ist ziemlich zeitaufwendig. Noch werden die Selbstüberwacher meist belächelt. Aber was, wenn die Aufzeichnung von Vitalitätswerten Voraussetzung für eine Krankenversicherung wäre? Du warst jetzt keine einfache Kandidatin, weil du einen völlig anderen Lebensstil hast als alle anderen Leute, die irgendwie bei einer Bank arbeiten und so geregelte Arbeitszeiten haben. Und weil du das Handy nicht so intensiv nutzt wie viele andere Leute. Und was dann eigentlich erstaunlich war, dass sich bei dir trotzdem ziemlich feste Rhythmen abzeichnen und ziemlich feste Muster, wie du durch die Woche kommst. Um 8:30 kriechst du aus dem Bett, landest um 10 in deinem externen Büro. Du bist keine Vegetarierin oder wenn, nimmst du den vegetarischen Döner zum Mittagessen. Du hast wahrscheinlich kein eigenes Auto. Du bist jemand, der auch von zu Hause viel arbeitet. Du hast keine Kinder. Du gehst spät schlafen. Ich behaupte einfach mal Mittelwert, du gehst um 0:30 nachts schlafen. Du hast, wenn du einen Lebensgefährte hast, dann wohnt er oder sie entweder bei dir. Jedenfalls gibt es dieses typische Muster, eine zweite Wohnung. Das heißt, irgendwie die Hälfte der Woche schläft man beim Freund, bei der Freundin. Das finde ich bei dir auch nicht. Georg Fuchs kann die ihm fremde Pina nun so gut beschreiben wie eine enge Freundin. Also was mich jetzt schon erstaunt ist, ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich doch so ein regelmäßiges Leben habe. Ja. Also ich hätte nicht, mir war selber nicht bewusst, dass ich dann doch scheinbar so viele Gewohnheiten auch habe. Pinas Daten sind sogar so regelmäßig, dass der Computer daraus eine konkrete Vorhersage für einen Tag ihres Lebens errechnet hat. Der von den Algorithmen errechnete Tagesablauf stimmt verblüffend genau mit Pinas Tagebuch überein. Durch Datensammelmaschinen werden wir für Fremde durchschaubar, als seien wir Freunde. Schon heute wissen Algorithmen manchmal mehr über uns als wir selbst. Für mich ist das Silicon Valley und alles, wofür es steht, ein Kult. Mit eigenen Göttern, einer eigenen Zielsetzung und eigenen Werten. Und dieser Kult ist inzwischen in alle Lebensbereiche eingedrungen. Meine Wohnung, meine Gesundheit, unsere Sicherheit. Einfach alles. Ob es uns passt oder nicht, diese technologische Entwicklung lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Wie so oft kommt es nun darauf an, was wir aus ihr machen. Wir sind dabei, die Menschheit zurzeit komplett umzubauen. Das wird radikale Änderungen haben. Im Guten wie im Schlechten. Das Ganze kann man auch nicht aufhalten. Das ist naiv. Die Frage ist, wenn ich das so sehe, was da kommt, wie kann ich versuchen, das mitzugestalten, dass da irgendeine menschliche Vision bei rauskommt? Entfernung, effektive Distanz.
So ist zum Beispiel die Entfernung zwischen Vielfliegerstädten wie Frankfurt und New York effektiv kleiner als die zwischen Frankfurt. Erlauben Pina und Jakob diesen fremden Menschen 2 Monate lang intime Einblicke in ihr Smartphone-Verhalten. Eine App übermittelt alle Daten an Georg Fuchs und Alexander Markowitz. Die Wissenschaftler wissen nichts über Pina und Jakob und wollen dennoch ein präzises Abbild ihrer Leben zeichnen und ihr Verhalten vorhersagen. Wir wollen halt regelmäßige Muster finden. Das heißt, wann seid ihr wo, mit wem telefoniert ihr regelmäßig? Wann ihr SMS schickt, mit wem. Wir sehen, welche Apps ihr nutzt, wann. Regelmäßig auftretende Sachen, das wird man sehen. Und man wird typisches Verhalten für dich beschreiben können, das dann auch auf die Zukunft, in der Zukunft weiter so typisch laufen wird. Wir zielen wirklich auf die regelmäßigen Muster ab. Und das ist eben auch die Herausforderung, der wir uns hier ja stellen wollen, da ihr ja viel reist. Wir wollen einfach mal sehen, was man da wirklich rausfinden kann. Was ich cool fände, wäre, bei euch Habits zu entdecken, Gewohnheiten, die ihr selber gar nicht kennt. Und vielleicht welche, die, wo ihr stolz drauf seid, oder welche, wo ihr vielleicht selber nicht so ganz. Und das sind keine krassen Dinge, sondern das sind so Sachen, so hey, wenn ich das und das lassen könnte, dann wäre ich irgendwie ein besserer Mensch. Pina und Jakob gehen mit gemischten Gefühlen in dieses Experiment. Schließlich gestatten sie nun Fremden Einblicke in ihr Leben, die sonst höchstens beste Freunde haben. Sie dokumentieren ihren Alltag unter anderem mit einer Datenbrille, der Google Glass, die ständig filmt, was die beiden sehen. Sollten sich solche Computerbrillen im Alltag um Gefahrenzonen vorhersagen zu können, sucht der Algorithmus in bereits vorhandenen Verbrechensdaten nach einem ganz bestimmten Muster. Viele Studien zeigen, dass bestimmte Verbrechensarten ansteckend sind, wie ein Virus. Zum Beispiel attackiert eine Gang eine andere. Die wiederum verübt ein paar Tage später einen Vergeltungsschlag. Dadurch entstehen Häufungen von Bandenverbrechen. Das erste Verbrechen erhöht die Wahrscheinlichkeit von weiteren. Kriminelle Banden sind für den Großteil der Verbrechen in Santa Cruz verantwortlich, insbesondere für Gewalttaten und Drogendelikte. In einem der vorhergesagten Hotspots trifft die Streife tatsächlich auf ein bekanntes Gangmitglied und behält es im Auge. Vor allem die erfahrenen Kollegen haben mir gesagt, wie soll so ein Programm Verbrechen zu Geschäftszeiten irgendwo deutlich außerhalb war. Eine besondere Herausforderung ist die unregelmäßige Lebensweise der beiden Fernsehautoren. Büroangestellte sind leichter zu durchschauen. Dass Jakob und Pina ihre Smartphones weniger intensiv nutzen als beispielsweise Teenager, macht die Aufgabe nicht einfacher. Das ist, Pina nutzt einfach ihr Telefon extrem wenig. Sehr gesund für sie, sehr schön, aber macht es deutlich bei 17-Jährigen deutlich leichter, da irgendwas vorherzusagen. Halt insgesamt total kryptisch das Ganze. Also da kommt, versteht man gar nicht irgendwie, worum es geht. Und das muss dann bereinigt werden. Jakob ist immer noch in den USA unterwegs. Hier gibt es die meisten Spezialisten im Bereich Predictive Analytics, vorausschauende Analyse. Er ist mit einem Programmierer verabredet, der Algorithmen entwickelt, um den Verlauf und das Ergebnis von Sportereignissen vorherzusagen. Paul Bessier aus Cincinnati, Ohio, möchte das Interview per Skype führen. Ich mache Vorhersagen für über 10.000 Spiele pro Jahr und in etwa 5.600 Fällen liege ich richtig. Das heißt zwar, dass ich 4.400 Mal daneben liege, aber ich kann auch sehr einfach bestimmen, ob meine Vorhersage besser oder schlechter ist als die von jemand anderem, weil es ein unmittelbares Feedback gibt. Und jedes Mal, wenn es neue Daten gibt, was in all diesen Sportarten täglich der Fall ist, speisen wir die in das System ein. So wird es immer zuverlässiger.
Paul Bessier macht unter anderem Vorhersagen für Eishockeyspiele. Der Algorithmus durchsucht dafür historische Daten nach wiederkehrenden Mustern. Wie verhalten sich einzelne Spieler in bestimmten Situationen? Für welche Strategie hat sich der Trainer entschieden? Eishockey ist für Vorhersagen der schwierigste Sport überhaupt. Vor allem, weil der Einfluss eines einzelnen Spielers auf eine bestimmte Spielweise so schwer zu bestimmen ist und weil das Spiel so unglaublich schnell ist. Den Puckbesitz statistisch zu erfassen ist extrem schwer. Es geht die ganze Zeit hin und her. Paul Bessiers Vorhersagemaschine rechnet für ein zukünftiges Spiel 50.000 Simulationen in allen nur erdenklichen Varianten aus. Sekundenschnell und auch noch während des Spiels. Vor allem für Sportwetten ist das Vorhersagetool interessant. Über 10.000 zahlende Abonnenten setzen auf Paul Bessiers Algorithmen. Mit seiner Erfolgsquote von 56% ist Paul Bessier zwar Lichtjahre von einer sicheren Vorhersage entfernt, aber er liefert immerhin die zuverlässigste Prognose, die es zurzeit für Sportereignisse gibt. Für dich, Jakob, du führst ja ein sehr interessantes Reiseleben. Bei Jakob müssen die Experten passen. Sein Verhalten weist für eine Vorhersage einfach zu wenig Regelmäßigkeiten auf. Das Problem ist natürlich, da bilden sich dann in der Zeit keine Muster aus. Und diese Vorhersage, das ist einfach Statistik. Das heißt, ohne regelmäßige Muster kann man auch keine Statistik bauen. Das ist einfach so. Das heißt, für dich mussten wir die Prognose komplett einstellen. Das geht halt einfach nicht. Das ist keine Kristallkugel. Jakob ist nicht allzu unglücklich darüber. Das ist Mathematik, das ist Statistik. Das heißt, wir brauchen schon Muster, die wir erkennen können und die auch in den Daten vorhanden sind. Jakob war auch hauptsächlich auf Reisen. Also da ist auch was eine Geografie angeht, jetzt nicht wirklich ein Muster irgendwo festzustellen. Aber selbst das ist in Ordnung. Also das ist was wir in der Informatik dann Outlier nennen würden. Das sind Leute, die mit ihrem Verhalten so einzigartig sind, dass sie mit niemandem anders irgendwie eigentlich ähnlich sind, sondern so ganz alleingestellt irgendwo dastehen. In Pinas Handydaten dagegen kann der Algorithmus immerhin Muster erkennen. Du warst jetzt keine einfache Kandidatin, weil du einen völlig anderen Lebensstil hast als alle anderen Leute, die irgendwie bei einer Bank arbeiten und da so geregelte Arbeitszeiten haben. Und weil du das Handy nicht so intensiv nutzt wie viele andere Leute. Und was dann eigentlich erstaunlich war, dass sich bei dir trotzdem ziemlich feste Rhythmen abzeichnen und ziemlich feste Muster, wie du durch die Woche kommst. Um 8:30 kriechst du aus dem Bett, landest um 10 in deinem externen Büro. Du bist keine Vegetarierin oder wenn, nimmst du den vegetarischen Döner zum Mittagessen. Du hast wahrscheinlich kein eigenes Auto. Du bist jemand, der auch von zu Hause viel arbeitet. Du hast keine Kinder. Du gehst spät schlafen. Ich behaupte einfach mal Mittelwert, du gehst um 0:30 nachts schlafen. Du hast, wenn du einen Lebensgefährte hast, dann wohnt er oder sie entweder bei dir. Jedenfalls gibt es dieses typische Muster, eine zweite Wohnung. Das heißt, irgendwie die Hälfte der Woche schläft man beim Freund, bei der Freundin. Das finde ich bei dir auch nicht. Georg Fuchs kann die ihm fremde Pina nun so gut beschreiben wie eine enge Freundin. Also was mich jetzt schon erstaunt ist, ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich doch so ein regelmäßiges Leben habe. Ja. Also ich hätte nicht, mir war selber nicht bewusst, dass ich dann doch scheinbar so viele Gewohnheiten auch habe. Pinas Daten sind sogar so regelmäßig, dass der Computer daraus eine konkrete Vorhersage für einen Tag ihres Lebens errechnet hat. Der von den Algorithmen errechnete Tagesablauf stimmt verblüffend genau mit Pinas Tagebuch überein. Durch Datensammelmaschinen werden wir für Fremde durchschaubar, als seien wir Freunde. Schon heute wissen Algorithmen. Bei bestimmten Flughäfen sieht das Ausbreitungsmuster der Epidemien nämlich kreisförmig aus. Und das identifiziert uns letzten Endes den wahrscheinlichsten Ausbruchsort der Krankheit. Wenn man diese Information einmal hat, dann kann man auch vorausrechnen. Und wer sich in Frankfurt vor Grippe schützen will, muss also eher nach New York als nach Stuttgart schauen. Jakob ist unterwegs nach San Francisco, um einen der neuesten Gesundheitstrends unter Hypochondern aus der Nähe zu betrachten.
Rachel Kalmar beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man Depressionen vorbeugen kann. Was ich zum Beispiel cool fände, wäre ein Stimmungsring, der misst, wie viel Licht man ausgesetzt ist. Die Lichtmenge im Haus könnte dann automatisch angepasst werden, um Lichtmangel zu kompensieren. Das könnte meine Lebensqualität wirklich verbessern und auch die von anderen. Mit Self-Tracking die Gesundheitsvorsorge verbessern, klingt nach einer guten Idee. Pina probiert gleich ein paar dieser Geräte aus und stellt fest, die minutiöse Aufzeichnung aller körperlichen Daten ist ziemlich zeitaufwendig. Noch werden die Selbstüberwacher meist belächelt. Aber was, wenn die Aufzeichnung von Vitalitätswerten Voraussetzung für eine Krankenversicherung wäre? Was dahinter steht, ist ja die Idee, dass man seinen Körper so überwacht, dass man nicht mehr zum Arzt gehen muss. Wenn man das zu Ende denkt, dann könnte das leicht zu einem gesellschaftlichen Klima führen, in dem man sich verdächtig macht, wenn man sich selbst nicht genügend überwacht. Im Fokus stehen zwar noch rein körperliche Daten wie gelaufene Schritte, Herzfrequenz oder Schlafrhythmus. Aber es geht auch um die Psyche. Weltweit leiden etwa 350 Millionen Menschen an Depressionen. Eine an der Uni Bonn entwickelte Smartphone-App soll Depressionen vorhersagen können. Und es gibt verschiedene Dimensionen, die sich verändern bei einer Depression. Das ist die Kommunikationsfähigkeit, es ist die Bewegung von Menschen. Und das Dritte, das ist vielleicht das Spannendste, wir wissen aus der täglichen Erfahrung, dass sich unsere Sprachmelodie verändert in der Depression. Dass die Sprache von einer sehr, sehr modulierten Sprachmelodie ändert in eine ganz leise, gleichförmige, unmodulierte Sprache. Die Depressions-App, die bisher noch in der Testphase ist, soll künftig Kommunikationsverhalten und Stimmmelodie aufzeichnen. Und auch den Bewegungsradius der Patienten. Auch er will verheerende Epidemien künftig schon im Keim ersticken, indem er Prognosen darüber macht, wo und wann genau bei einer Epidemie die nächsten Krankheitsfälle auftreten werden. Und dann kommen diese Städte dran und dann jene Städte. Und das erlaubt es, dass nun medizinische Versorgung an diesen Orten auch besonders gut vorgehalten werden kann und dass man deswegen erfolgreicher auch die Ausbreitung von diesen Krankheiten bekämpfen kann. Früher bewegten sich Infizierte viel langsamer von Ort zu Ort als heute. Dadurch ergaben sich gleichmäßig ringförmige und wellenartige Ausbreitungsmuster von Epidemien wie der Pest. Wenn man sich aber die heutigen Ausbreitungsmuster von Krankheiten anschaut, dann sieht das ziemlich chaotisch aus. Mal werden Leute in Amerika krank, dann in Europa, dann in Asien. Und es ist ein ziemliches Durcheinander. Das liegt daran, dass Krankheiten heute vor allem durch Flugpassagiere verbreitet werden. So ergibt sich ein weltumspannendes Netz von Städten, die durch den Flugverkehr eng zusammenrücken. Dirk Helbing nennt diese neue Art der Messung von Entfernung effektive Distanz. So ist zum Beispiel die Entfernung zwischen Vielfliegerstädten wie Frankfurt und New York effektiv kleiner als die zwischen Frankfurt und Stuttgart. Dirk Helbings Algorithmus analysiert die Ausbreitungsmuster aus der Perspektive einzelner Flughäfen. Und das scheinbare Chaos zeigt auf einmal eine erstaunliche Regelmäßigkeit. Bei bestimmten Flughäfen sieht das Ausbreitungsmuster der Epidemien nämlich kreisförmig aus. Und das identifiziert uns letzten Endes den wahrscheinlichsten Ausbruchsort der Krankheit. Wenn man diese Information einmal hat, dann kann man auch vorausrechnen. Und wer sich in Frankfurt vor Grippe schützen will, muss also eher nach New York als nach Stuttgart schauen. Jakob ist unterwegs nach San Francisco, um einen der neuesten Gesundheitstrends unter Hypochondern aus der Nähe zu betrachten. Rachel Kalmar beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man Depressionen vorbeugen kann.
Was ich zum Beispiel cool fände, wäre ein Stimmungsring, der misst, wie viel Licht man ausgesetzt ist. Die Lichtmenge im Haus könnte dann automatisch angepasst werden, um Lichtmangel zu kompensieren. Das könnte meine Lebensqualität wirklich verbessern und auch die von anderen. Mit Self-Tracking die Gesundheitsvorsorge verbessern, klingt nach einer guten Idee. Pina probiert gleich ein paar dieser Geräte aus und stellt fest, und das ist eben auch die Herausforderung, der wir uns hier ja stellen wollen, da ihr ja viel reist. Wir wollen einfach mal sehen, was man da wirklich rausfinden kann. Was ich cool fände, wäre, bei euch Habits zu entdecken, Gewohnheiten, die ihr selber gar nicht kennt. Und vielleicht welche, die, wo ihr stolz drauf seid, oder welche, wo ihr vielleicht selber nicht so ganz, und das sind keine krassen Dinge, sondern das sind so Sachen so, hey, wenn ich das und das lassen könnte, dann wäre ich irgendwie ein besserer Mensch. Pina und Jakob gehen mit gemischten Gefühlen in dieses Experiment. Schließlich gestatten sie nun Fremden Einblicke in ihr Leben, die sonst höchstens beste Freunde haben. Sie dokumentieren ihren Alltag unter anderem mit einer Datenbrille, der Google Glass, die ständig filmt, was die beiden sehen. Sollten sich solche Computerbrillen im Alltag durchsetzen, werden die Datenmengen nochmal um ein Vielfaches anwachsen. Für diesen Film wird Jakob vor allem in den USA unterwegs sein. Pina in Deutschland und der Schweiz. Ihre Daten werden von sogenannten Algorithmen analysiert. Algorithmen sind Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Ein einfaches Beispiel für einen Algorithmus ist ein Kochrezept, zum Beispiel zur Herstellung eines Burgers. Befolgt man die Anweisung immer exakt, kommt am Ende immer der gleiche Burger raus. Für komplexere Aufgaben gibt es intelligentere Algorithmen, die lernfähig sind. Sie können selbstständig neue Zusammenhänge erkennen, etwa dass samstags weniger Burger verkauft werden, dafür aber mehr Pommes. Während Pina in Köln bleibt, reist Jakob in die USA. Die erste Station seiner Reise ist Kalifornien. Das Silicon Valley bei San Francisco ist die Geburtsstätte von Predictive Analytics. In Santa Cruz beispielsweise bekämpft die Polizei Verbrechen, bevor sie überhaupt begangen werden. Seit Juli 2011 verwenden die Polizisten hier ein Computerprogramm namens Predpol, was für Predictive Policing steht. Es soll die Zeit und den Ort zukünftiger Verbrechen voraussagen können. Das Gebiet hier, Harvey West, sollten wir vor allem nachts gut im Blick haben. Sobald die Sonne untergeht, kriechen sie alle aus ihren Löchern und Lungen hier rum. Das zeigt sich auch auf der Predpol-Karte, die sagt, dass in Harvey West was passieren wird. Da müssen wir hin. Predictive Policing steht. Es soll die Zeit und den Ort zukünftiger Verbrechen voraussagen können. Das Gebiet hier, Harvey West, sollten wir vor allem nachts gut im Blick haben. Sobald die Sonne untergeht, kriechen sie alle aus ihren Löchern und Lungen hier rum. Das zeigt sich auch auf der Predpol-Karte, die sagt, dass in Harvey West was passieren wird. Da müssen wir hin. In Kalifornien steht die Polizei unter Druck. Der Staat ist pleite, öffentliche Ausgaben werden gekürzt. Einbrüche, Autodiebstähle und Überfälle nehmen dramatisch zu. Die Lösung der Polizisten in Santa Cruz: nicht der Polizeichef entscheidet, wo Streife gefahren wird, sondern ein Computerprogramm. Entwickelt wurde es hier, an der Santa Clara Universität südlich von San Francisco. Der Computerspezialist George Mohler ist ein Pionier von Predictive Policing. Der Algorithmus sagt immer 2 bis 3 Mal besser als ein Mensch voraus, wo und wann sich ein Verbrechen ereignen wird.
Die Algorithmen benutzen Daten von Verbrechen der Vergangenheit. Wir füttern den Computer mit den Statistiken der letzten 5 bis 10 Jahre, mit Orten, Zeiten, Verbrechenstypen, ob Schusswaffen benutzt wurden und so weiter. Auf dieser Grundlage entwickelt der Algorithmus täglich neue Vorhersagen für den nächsten Tag. So wissen die Polizisten, wo sie wann Streife gehen müssen. Die wenigen Einsatzkräfte müssen effektiv eingesetzt werden. Jeder Polizist konzentriert sich auf 3 oder 4 kritische Zonen. Laut der Vorhersage von Pratt Paul ist in diesen Hotspots das Risiko besonders hoch, dass zu einer berechneten Uhrzeit ein Verbrechen begangen wird. Unsere Hotspot-Karte heute. Ich zeige euch das mal. Mit Pratt Paul kann ich mir diese Quadrate anschauen und das Programm zeigt mir, was hier heute zu erwarten ist. Wir fahren jetzt nach Harvey West und danach schauen wir uns ein paar kritische Gebiete unten am Strand an. Um Gefahrenzonen vorhersagen zu können, sucht der Algorithmus in bereits vorhandenen Verbrechensdaten nach einem ganz bestimmten Muster. Wir laufend Daten über uns und unsere Umwelt. Sensoren und Kameras messen in Smartphones, Fahrzeugen, Computern, wo wir gerade sind und was wir machen. Es ist eine gewaltige Datenexplosion, die unser Leben radikal verändern wird. Texte, Fotos, Stimmen, sogar Gerüche. Alles kann in Zahlen übersetzt werden. Wird so unser gesamtes Leben berechenbar? Das wollen Pina Dietsche und Jakob Knieser herausfinden. Wissenschaftler analysieren diese Datenmengen gezielt, um aus der Vergangenheit die Zukunft zu berechnen. Predictive Analytics, vorausschauende Analyse, nennen sie ihr Fachgebiet. Was verrät die ständig wachsende Datenwolke wirklich über unsere persönliche Zukunft? Pina und Jakob treffen 2 Spezialisten für Predictive Analytics. Computerexperten des Fraunhofer Instituts St. Augustin und der Universität Bonn haben extra für die beiden ein Experiment entworfen. Dafür erlauben Pina und Jakob diesen fremden Menschen 2 Monate lang intime Einblicke in ihr Smartphone-Verhalten. Eine App übermittelt alle Daten an Georg Fuchs und Alexander Markowitz. Die Wissenschaftler wissen nichts über Pina und Jakob und wollen dennoch ein präzises Abbild ihrer Leben zeichnen und ihr Verhalten vorhersagen. Wir wollen halt regelmäßige Muster finden. Das heißt, wann seid ihr wo, mit wem telefoniert ihr regelmäßig? Wann ihr SMS schickt, mit wem. Wir sehen, welche Apps ihr nutzt, wann. Regelmäßig auftretende Sachen, das wird man sehen und man wird typisches Verhalten für dich beschreiben können, das dann auch auf die Zukunft, in der Zukunft weiter so typisch laufen wird. Wir zielen wirklich auf die regelmäßigen Muster ab und das ist eben auch die Herausforderung, der wir uns hier ja stellen wollen, da ihr ja viel reist. Wir wollen einfach mal sehen, was man da wirklich rausfinden kann. Was ich cool fände, wäre, bei euch Habits zu entdecken, Gewohnheiten, die ihr selber gar nicht kennt. Und vielleicht welche, die, wo ihr stolz drauf seid oder welche, wo ihr vielleicht selber nicht so ganz. Und das sind keine krassen Dinge, sondern das sind so Sachen so, hey, wenn ich das und das lassen könnte, dann wäre ich irgendwie ein besserer Mensch. Pina und Jakob gehen mit gemischten Gefühlen in dieses Experiment. Schließlich gestatten sie nun Fremden Einblicke in ihr Leben, die sonst höchstens beste Freunde haben. Sie dokumentieren ihren Alltag unter anderem mit einer Datenbrille, der Google Glass, die ständig filmt, was die beiden sehen. Dirk Helbings Algorithmus analysiert die Ausbreitungsmuster aus der Perspektive einzelner Flughäfen. Und das scheinbare Chaos zeigt auf einmal eine erstaunliche Regelmäßigkeit. Bei bestimmten Flughäfen sieht das Ausbreitungsmuster der Epidemien nämlich kreisförmig aus.
Und das identifiziert uns letzten Endes den wahrscheinlichsten Ausbruchsort der Krankheit. Wenn man diese Information einmal hat, dann kann man auch vorausrechnen. Und wer sich in Frankfurt vor Grippe schützen will, muss also eher nach New York als nach Stuttgart schauen. Jakob ist unterwegs nach San Francisco, um einen der neuesten Gesundheitstrends unter Hypochondern aus der Nähe zu betrachten. Rachel Kalmar beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie man Depressionen vorbeugen kann. Was ich zum Beispiel cool fände, wäre ein Stimmungsring, der misst, wie viel Licht man ausgesetzt ist. Die Lichtmenge im Haus könnte dann automatisch angepasst werden, um Lichtmangel zu kompensieren. Das könnte meine Lebensqualität wirklich verbessern und auch die von anderen. Mit Self-Tracking die Gesundheitsvorsorge verbessern, klingt nach einer guten Idee. Pina probiert gleich ein paar dieser Geräte aus und stellt fest, die minutiöse Aufzeichnung aller körperlichen Daten ist ziemlich zeitaufwendig. Noch werden die Selbstüberwacher meist belächelt. Aber was, wenn die Aufzeichnung von Vitalitätswerten Voraussetzung für eine Krankenversicherung wäre? Was dahinter steht, ist ja die Idee, dass man seinen Körper so überwacht, dass man nicht mehr zum Arzt gehen muss. Wenn man das zu Ende denkt, dann könnte das leicht zu einem gesellschaftlichen Klima führen, in dem man sich verdächtig macht, wenn man sich selbst nicht genügend überwacht. Im Fokus stehen zwar noch rein körperliche Daten wie gelaufene Schritte, Herzfrequenz oder Schlafrhythmus. Aber es geht auch um die Psyche. Weltweit leiden etwa 350 Millionen Menschen an Depressionen. Eine an der Uni Bonn entwickelte Smartphone-App soll Depressionen vorhersagen können. Und es gibt verschiedene Dimensionen, die sich verändern bei einer Depression. Das ist die Kommunikationsfähigkeit, es ist die Bewegung von Menschen. Und das Dritte, das ist vielleicht das Spannendste, wir wissen aus der täglichen Erfahrung, dass sich unsere Sprachmelodie verändert in der Depression. Dass die Sprache von einer sehr, sehr modulierten Sprachmelodie ändert in eine ganz leise, gleichförmige, unmodulierte. Muster tauchen immer wieder auf. In den Datenmengen, die wir alle täglich produzieren, suchen die Algorithmen der Unternehmen nach genau diesen Mustern. Zum Beispiel danach, welche Produkte Frauen im dritten Monat ihrer Schwangerschaft kaufen. Sobald der Algorithmus gelernt hat, wie das Schwangerschaftsmuster aussieht, durchsucht er die Kundendaten danach. So kann er die Geburt eines Kindes mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% vorhersagen und rechtzeitig Angebote für Windeln und Babynahrung schicken. Big Data wird eigentlich erst ermöglicht durch die Digitalisierung der Gesellschaft. Das heißt, die Daten fallen an, weil ganz viele unserer Aktionen jetzt im digitalen Raum stattfinden und da automatisch mitgeschrieben werden können. Und klar, alles, was ich online mache, wird immer mitprotokolliert. Und das gilt für unser Einkaufverhalten, das gilt für unser Reiseverhalten, das gilt für unser Sozialverhalten, für die gesamte Kommunikation. Und diesen Großteil des Lebens, den kann man umsonst beobachten. Von allen Datenkonzernen beobachtet uns niemand genauer als Google. Jakob ist unterwegs zur Zentrale des Internetgiganten in Mountain View, Kalifornien. Google hat als erstes Unternehmen Internetdaten systematisch gesammelt und analysiert. Seit der Firmengründung 1998 speichert der Konzern alle Suchanfragen. Die Algorithmen und Analyseverfahren der Kalifornier gelten als die besten weltweit. Monatelang hat Jakob versucht, ein Interview zu bekommen. Doch das Unternehmen lässt ihn vor der Tür stehen. Transparenz ist bei Google eine Einbahnstraße hin zum Nutzer. Niemals andersrum. Jakob wollte über Google Fluttrends sprechen, eine Anwendung von Predictive Analytics. Google zählt die Häufigkeit bestimmter Suchbegriffe und gibt ähnlich einer Wettervorhersage Prognosen darüber ab, wann und wo eine Grippeepidemie droht. Wissenschaftler kritisieren allerdings, dass das Unternehmen Werbung über die Suchanfragen schaltet und so die Daten verfälscht. Pina ist unterwegs nach Zürich.
Hier wollen Forscher mit einem ganz anderen Ansatz Epidemien vorhersagen. Dirk Helbing leitet die Forschungsgruppe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Auch er will verheerende Epidemien künftig schon im Keim ersticken, indem er Prognosen darüber macht, wo und wann genau bei einer Epidemie die nächsten Krankheitsfälle auftreten werden. Und dann kommen diese Städte dran und dann jene Städte. Und das erlaubt es, dass nun Pina und Jakob gehen mit gemischten Gefühlen in dieses Experiment. Schließlich gestatten sie nun Fremden Einblicke in ihr Leben, die sonst höchstens beste Freunde haben. Sie dokumentieren ihren Alltag unter anderem mit einer Datenbrille, der Google Glass, die ständig filmt, was die beiden sehen. Sollten sich solche Computerbrillen im Alltag durchsetzen, werden die Datenmengen nochmal um ein Vielfaches anwachsen. Für diesen Film wird Jakob vor allem in den USA unterwegs sein, Pina in Deutschland und der Schweiz. Ihre Daten werden von sogenannten Algorithmen analysiert. Algorithmen sind Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Ein einfaches Beispiel für einen Algorithmus ist ein Kochrezept, zum Beispiel zur Herstellung eines Burgers. Befolgt man die Anweisung immer exakt, kommt am Ende immer der gleiche Burger raus. Für komplexere Aufgaben gibt es intelligentere Algorithmen, die lernfähig sind. Sie können selbstständig neue Zusammenhänge erkennen, etwa, dass samstags weniger Burger verkauft werden, dafür aber mehr Pommes. Während Pina in Köln bleibt, reist Jakob in die USA. Die erste Station seiner Reise ist Kalifornien. Das Silicon Valley bei San Francisco ist die Geburtsstätte von Predictive Analytics. In Santa Cruz beispielsweise bekämpft die Polizei Verbrechen, bevor sie überhaupt begangen werden. Seit Juli 2011 verwenden die Polizisten hier ein Computerprogramm namens PredPol, was für Predictive Policing steht. Es soll die Zeit und den Ort zukünftiger Verbrechen voraussagen können. Das Gebiet hier, Harvey West, sollten wir vor allem nachts gut im Blick haben. Sobald die Sonne untergeht, kriechen sie alle aus ihren Löchern und Lungen hier rum. Das zeigt sich auch auf der PredPol-Karte, die sagt, dass in Harvey West was passieren wird. Da müssen wir hin. In Kalifornien steht die Polizei unter Druck. Der Staat ist pleite, öffentliche Ausgaben werden gekürzt. Einbrüche, Autodiebstähle und Überfälle nehmen dramatisch zu. Die Lösung der Polizisten in Santa Cruz: nicht der Polizeichef entscheidet, wo Streife gefahren wird, sondern ein Computerprogramm. Entwickelt wurde